Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute um die Einführung sozusagen für SQL Alchemy beschäftigen. Dazu eigentlich relativ simpel, wollen wir hier unter DB erstmal eine Verbindung aufbauen. Und ja, wir erstellen jetzt erstmal hier Folgendes. Achso halt, bevor wir irgendwas hier erstellen können, müssen wir erstmal speziell SQL Alchemy, bitte mach ein Terminal auf, hier installieren, logischerweise. Das heißt, wir gehen hier wieder her, sudo pip install flask-sqlalchemy. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr hier braucht. Einfach durchlaufen lassen, ist bei mir natürlich schon installiert. Und wir können hier from flask sqlalchemy importieren, und zwar import sqlalchemy. Und das ist sozusagen die Variante, die euch erlaubt, solche komplexen Operationen, also hier auch tatsächlich eigene Klassen für die einzelnen Items innerhalb einer Datenbank zu schreiben, was natürlich super angenehm ist. Ihr könnt einfach eine Klasse mit Usern haben, ihr könnt hier definieren, wie es in der Datenbank aussieht und dann könnt ihr hier eben noch beliebige weitere Operationen machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, zwei Benutzer heiraten, das heißt, der Nachname von einem ändert sich und ihr könnt halt hier direkt einstellen, dass sich automatisch alles updatet auf den Nachnamen des männlichen Partes oder sowas, was weiß denn ich. Auch das muss nicht mehr heutzutage sein, ich weiß, aber das war jetzt nur gerade so das einfachste Beispiel, was mir eingefallen ist, wo man sehr, sehr ausgefallene Operationen braucht, die eine Datenbank so definitiv nicht unterstützen wird. So, wir definieren hier jetzt als allererstes mal SQL Alchemy als DB. Und das ist eigentlich auch schon tatsächlich alles. Damit baut ihr tatsächlich eine Verbindung auf. Das ist auch wirklich alles, was ihr dazu braucht. Und dann könnt ihr hier solche Sachen machen wie eben def. Und das hatten wir hier in der Domain-Logic geschrieben. Wir hatten hier die Funktion add. Und die haben wir logischerweise noch nicht drin. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier einfach mal eine add-Funktion. Das wird jetzt hier nicht irgendwie in Klassen aufgeteilt sein, sondern ist relativ simpel in Funktionen. Macht aber auch nichts, ist auch trotzdem toll. Aber selbst hier müsst ihr nicht mehr irgendwie was Besonderes haben. Wir haben ja hier, wir haben das Produkt hier, erwarten wir. Und das Produkt aber wirklich als Objekt von dieser Klasse Produkt hier. Das erwarten wir hier als Eingabe. Das schreibe ich mir sogar oben drüber mal. Typ oder Type Product. Damit ihr wisst, also da kriege ich wirklich ein Stück von meiner eigenen Klasse mit. Das mag vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sein, aber ich kann das jetzt ohne irgendwie die einzelnen Variablen auszulesen, kann ich das hier reinstecken in die Datenbank. Entschuldigung, verschluckt ohne Ende, keine Ahnung an was. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, ich möchte von meiner Datenbank, die ich hier oben definiert habe, möchte ich einfach eine Session.add und dann kann ich hier einfach mein Produkt reinstecken. Easy. Und danach, das muss man tatsächlich immer noch machen. Ich habe euch ja schon ein Einführungsvideo in Datenbanken mit Python gegeben. Normale Datenbanken, sage ich jetzt einfach mal. Da könnt ihr trotzdem noch sagen, oder müsst ihr trotzdem noch sagen, ich möchte eine Session und dann committen. So, und das ist tatsächlich auch einfach alles, was ihr hier zum Adden braucht. Was ich jetzt allerdings noch machen muss, damit ich hier meine SQL Alchemy auch verwenden kann, ich muss die natürlich auch noch initialisieren. Und damit sage ich sozusagen, hey, hör mal zu, das ist jetzt meine App, auf der du läufst. Bitte verwend das auch und tu nicht irgendwas Bescheuertes. Das heißt, wir müssen hier leider auch noch sagen, wir müssen die Datenbank hier ansprechen. Und das machen wir, indem wir natürlich erstmal from REST plus API.API. .database. Import DB. Und jetzt sagen wir hier einfach, wir wollen db.init-app. So, und jetzt müsst ihr hier eine Applikation reinstecken, steht auch da, mit Config und Extensions. Das heißt, wir stecken hier unsere App einfach rein und das war's schon. Jetzt müssen wir allerdings natürlich noch ein paar kleine Konfigurationen hier einfügen und die dann unter Config machen. Warum mache ich das erst jetzt? Ganz einfach, weil das einfach das Video ist, das alles zu SQL Alchemy behandelt, was eigentlich super einfach ist. Man denkt immer, das ist so mega komplex, aber es ist eigentlich super einfach. Und ja, ich mag das wirklich sehr. Okay, wir gehen erstmal in unsere Settings rein. So, jetzt haben wir sehr, sehr viele Sachen hier offen. Komm gleich wieder. Okay, das will ich. So, meine Settings. Okay, was wollen wir in den Settings drin haben? Wir wollen in den Settings einfach die Einstellung treffen, die wir für SQLite brauchen. Das heißt, wir müssen natürlich sagen, welche Datenbank wollen wir verwenden? Wollen wir MySQL oder was wollen wir eigentlich haben?
Und normalerweise verwendet man mit SQL Alchemy Database URI, heißt das ganze Ding. Und normalerweise verwendet man SQLite, Doppelpunkt, slash, slash, db, eigentlich nur db, Punkt, ups, SQLite. Ich habe gerade überlegt, ob wir der noch irgendeinen fancy Namen geben müssen oder sowas, aber nö, eigentlich nur einfach SQL oder einfach nur eine SQLite-Datenbank. So, dann, das machen wir hier weg. Track, ich kürze das jetzt ab. Track Mods für Modifications, das werden wir auch noch einstellen, machen wir auf False. Das sind so die normalen Einstellungen, die man hier so, ups, was ist jetzt los, verwenden kann. Und hier drin können wir jetzt eigentlich zweimal hergehen und sagen, wir wollen diese Einstellung übernehmen, indem wir hier sagen, so, jetzt Sekunde, jetzt muss ich doch ausschreiben, ne? Okay, ich schreibe es ja schon aus. Gut, einmal haben wir das, also die Datenbank URI gesetzt und einmal sagen wir hier SQL Track Modifications. So, setzen wir auf das, was wir halt eingestellt haben, aber in unserem Fall ist das jetzt hier false. So, und jetzt haben wir eigentlich schon unsere SQL Alchemy Datenbank soweit aufgesetzt. Die handelt jetzt eigentlich alles für euch. Die weiß, okay, da kommen halt ein paar Products. Das ist jetzt wieder klein, das ist doof. Ein paar Products für euch und ihr könnt die tatsächlich jetzt hier einfach so lassen. Und die werden automatisch reingeschrieben, ihr könnt sie erstellen über den Namen und ja, das ist eigentlich auch so ziemlich alles. Coole Sache das Ganze, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut, ist auch sehr angenehm zu verwenden. Jetzt können wir uns nämlich hier unseren Endpunkten wieder zuwenden, ein letztes Mal, glaube ich zumindest, denn hier ist natürlich immer noch alles voller Fehler, weil wir hier eigentlich noch nichts gemacht haben. Wir können jetzt zwar schon die Argumente auslesen, aber wir haben noch keine Produkte zurückgegeben, was wir noch machen müssen. Und wir haben natürlich auch noch keine Produkte, die wir hier einfach per Post akzeptieren. Cool, und das machen wir als nächstes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.